bin wieder richtig ausgerastet in der Küche. Es gibt Pistazienschnecken, schaut sie euch an. Am liebsten würde ich mein Gesicht da reinlegen. Wir fangen an mit dem Teig. Dafür brauchen wir lauwarme Milch, Salz und Trockenhefe. Das lasse ich jetzt auch ein paar Minuten chillen. Jetzt kommen die restlichen Zutaten damit rein. Hier habe ich noch ein ganzes Ei und ein zusätzliches Eigelb. Geschmolzene Butter, Puderzucker, mein Lieblingsteil. Jetzt habe ich hier so einen super klebrigen Teig, der darf eine Stunde chillen. Für die Füllung mache ich Pistazienkerne klein. Hier habe ich noch weiche Butter und meine Pistaziencreme kriegt ein Wasserbad. Hier habe ich noch ein bisschen Puderzucker. Ich mache daraus eine riesen Kugel und dann lasse ich den nochmal 15 Minuten chillen. Jetzt wird er aufgerollt. Ich habe den relativ dick ausgerollt. Da kommt jetzt die Füllung drauf. Jetzt wird gerollt. Die sind noch viel mehr aufgegangen. Jetzt gehen die in den Ofen. Ich habe die mit den Händen noch ein bisschen flach gedrückt. Die dürfen noch mal eine halbe Stunde chillen und dann geht's in den Ofen. Ich mache mir noch mein Frosting aus Frischkäse und der Pistaziencreme. Der hat echt eine schöne Farbe bekommen. Ich habe hier noch super grüne Pistazien. Die mache ich auch klein. Mit denen wird nämlich, ups, dekoriert. Die Zimtschnecken sind fertig. Jetzt kommt mein Frosting da drauf. Die duften so gut. Ich habe auch noch ganze Pistazien drauf. Schön, schauen die bitte aus. Gönnt euch, Leute. Unmöglich ohne Sauerei zu essen, aber es schmeckt so gut.